Ja, gut, also ins Wasser schießen bringt sehr viel, mache ich auch gelegentlich aus Versehen halt. Wir könnten mal hier hingehen und den Aussichtspunkt uns so holen. Mal sehen, für was für eine Insel das denn ist. Aber es hat schon Spaß gemacht, das Kriegsschiff kaputt zu machen. Und wenn wir auch irgendwann mal so viele Kanonen hätten oder haben. Warte mal. Wir gehen mal unter Deck und gucken, was wir da so kaufen können. Mal sehen. Weil so Kanonen, so wie der, das wäre schon an sich ganz geil, weil dann könnten wir halt auch ein Kriegsschiff entern und in so unsere Flotte aufnehmen. Checkdoor-Upgrades. Das ist die Stärke der Kugeln. Breitseitenkanonen. Da haben wir zu wenig Dings, aber da gehen wir. Wie viel kosten die Breitseitenkanonen? Die kosten 2000 und wir brauchen Eisen. Also müssen wir auch in nächster Zeit auch mal wieder ein paar Schiffe entern gehen und Eisen holen, damit wir das aufrüsten können. Und dann rüsten wir noch die schweren Kanonen auf. Aber ja, also gut. Ja, seit wann dürfen die auf mein Schiff? Ha hallo? Hallo? Arschloch. Seit wann dürfen die? Komm, weißt du was? Weil du es bist, darfst du noch leben. Außerdem gibst du mir jetzt ein bisschen Schutzgeld. 10, ja, passt. Ich hätte jetzt eigentlich so eher 100 erwartet, aber okay. Du bleibst bitte da stehen und lässt mich in Ruhe. Wenn du versuchen solltest, mich anzugreifen oder dergleichen, dann wird es seine Konsequenzen haben, sage ich jetzt mal so. Und gut, du darfst bei mir in der Mannschaft mitmachen. Ich weiß nicht, wie der auf mein Schiff kommt oder was er da macht, aber er darf mitmachen. Solange er mich in Ruhe lässt, ist alles in Ordnung. So, jetzt sind wir auch schon da. So, können wir da irgendwie, wir können da glaube ich nicht anlegen. Also verlasse ich einfach mal Steuer und lasse mein Schiff hier stehen. Und gehe zu dem. Bewegt sich unser Schiff? Ja, so ein bisschen halt. Ja, gut, also ins Wasser schießen bringt sehr viel, mache ich auch gelegentlich aus Versehen halt. Ach, der ist schon da oben. Der Aussichtspunkt. Dann gehen wir auch gleich mal nach da oben. Wenn der nach da oben gehen möchte. Ja, da geht er lang. Und da geht er wieder runter. Gehst du auch da hoch? Nee. Er geht anscheinend nur da hinten hoch. Das ist sein Lieblingsweg halt. Warte, was mit. Hey, springst du eigentlich immer wo runter? Was ich gerade nicht ganz. Hallo, ist das dein Ernst? Mann, du kannst doch nicht einfach irgendwo runterspringen. Ist aber ein cooler Aussichtspunkt, muss man schon sagen. So, und jetzt noch. Jetzt da drauf und jetzt hier hoch. Ja, da wollte ich doch hin. Ach so, ist der noch weiter oben? Ach nein, der ist da vorne. Okay. Synchronisieren. Oh, wem gehört denn das schöne Schiff? Ich glaube, das ist sogar meins. Ja, auf jeden Fall gucken wir mal jetzt mal, ob wir. Das ist mir auch gerade angefallen. Oh ja, im Sprung geholt ist auch okay. Ob wir hier denn die Schatztruhen mal holen können und ob wir hier irgendwas anderes haben, irgendwie Händler oder so, wo wir uns ein besseres Schwert oder so kaufen könnten. Weil das hätte ich an sich schon ganz gern, weil unser Schwert ist ja das Anfangsschwert immer noch. Was ja eigentlich nach so circa 20%
nicht mehr zuzumuten ist, weil wir jetzt auch immer schwierigere Gegner kriegen. Hä? Schatztruhe müsste eigentlich da oben sein. Ist er aber nicht. Dann müsste er eigentlich da unten sein. Ja, da ist er. 300 ist auch in Ordnung. Und Rauchbomben haben wir bekommen. Also sind die jetzt auch nicht mehr ganz so leer. Da hinten ist noch eine Schatztruhe. Holen wir auch noch kurz. Wir sind ja Piraten. Wir müssen die alle holen. Und weil es so viel Spaß gemacht, holen wir das auch noch. Die Schatzkarte hier. Ach. Warte, wir sind gar nicht vorbei. Da ist er. Ja. Durchsuche ihn mal bitte. Ich glaube nämlich, dass er eine Schatzkarte dabei hat. So, die gucken uns gleich. Ja, wir machen das gleich. Zuerst aber holen wir uns die Truhe auch noch. Gibt es hier noch mehr Truhen? Sieht nicht danach aus. So, jetzt ist die Frage, Schatzkarte, wo bist du? Nein, das ist er nicht. Das hier ist er. Der Steg ist... Ich schätze es einfach mal da. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass es da sein müsste eigentlich, theoretisch. Steht mitten im Dschungel eine Flagge, kann man natürlich auch machen. Es sieht bloß keiner. Das hole ich jetzt mir auch noch mal kurz. Ja, wenn der da hochklettern würde, dann müssen wir eben da lang gehen. Warte mal, pass auf. So. So und so. Ach, wir haben da schon alles geholt. Alle Truhen, Animus-Fragment. Gut, ja, dann haben wir die Insel auch. Aber ich glaube, für die 100% müssen wir das eh bei... Ich will das Wildschwein. Ich will die Schildkröte. Ja gut, die wird uns nicht weglaufen. Kannst du die... Was hat mir das jetzt so gebracht? Gar nichts. Okay. Aber das Wildschwein, oder? Ja, das Wildschwein haben wir. Knochen und Wildschweinhaut. Okay. Okay, ich sehe, bis jetzt eigentlich hat kein weiteres Tier. Aber ich glaube nicht, dass wir auf die Insel überhaupt drauf können. Jetzt nochmal gucken. Also, Schatzkarte. Hier. Y öffnen. Okay. Ja, also auf dem Fehlen waren wir, ja. Das war ja... Gucken wir das nochmal an. Ja, also entweder wir müssen auf diese Insel. Gehen wir erstmal dahin und dann auf die andere, weil da sitzt, also die hier... Die da drüben sieht nicht so aus, als könnte man da überhaupt drauf. Deswegen probiere ich es jetzt gar nicht erstmal. Und probiere es erst bei der anderen. Vielleicht liege ich auch falsch und wir müssen wirklich auf die, aber ich hoffe mal nicht. So, jetzt am Schiff vorbei. Hinfahren bringt ja nichts, ist ja nicht weit. Wie viele Kanonen haben wir eigentlich? Haben nicht viele, gell? Wir haben 6 Stück nach vorne. Kann das überhaupt sein? Davon merke ich aber nichts. Hallo? Was macht denn der? Gut, also da ist eine Fregatte. Ja, also die Insel hier sieht jetzt nicht danach aus, als gäbe es hier irgendwas. Aber wir können ja mal gucken. Okay, was ist das da hinten für eine Insel? Ja, aber die ist schon zu weit weg, oder? Ja, dann muss es ja, es muss ja diese Insel sein. Da können wir da aber mit dem Schiff mal kurz hinfahren. Weil das ist ja schon ein kleines Stück weiter. Und mit Schwimmen wäre das ein bisschen weit. Obwohl wir eigentlich von da gerade eben erst herkommen. So, jetzt Ich frage mich immer noch, was macht der denn bitte hier? Was will der denn auf meinem Schiff? Wie kommt er auf mein Schiff und wieso tötet den keiner? Mehr Segel, alle Segel!
So, ja, ich fahr in die richtige Richtung, keine Sorge, ich muss nur umdrehen. Warte, jetzt nochmal auf die Karte. Also entweder ist es wirklich eine von diesen kleinen Inseln, es ist die Insel, oder die Insel kann es ja nicht sein, es muss ja irgendwo in der Nähe von hier sein. Auf die Insel können wir aber nicht drauf. Demnach müsste es ja eine von den anderen kleinen Inseln sein. Ich vermute jetzt einfach mal die. Ja, das war alles geplant. So, springen wir bitte ins Wasser, bevor das Schiff so weit weg geht. Ist ein bisschen komisch, diese Rätsel sind manchmal ein bisschen zu schwer. Weil ich kann mir jetzt hier nicht erklären, wo das sein soll. Ich sehe die Hütten auf dem Ding. Ich weiß, dass es eine Insel sein muss, aber mehr weiß ich auch nicht. Warte, die Hütten sind doch hier. Müsste ja eigentlich die Insel sein. Ja, wir gucken jetzt erstmal die Insel und die andere kleine Insel und dann gucken wir die Insel. Das mache ich auch gerade nur, weil ich es wissen will, wo es ist. Aber ich glaube nicht, dass es hier drauf ist. Ne, es sieht nämlich nicht danach aus. Können wir denn da oben... Ja, wir können so... Warte. Lass uns mal bitte nach da oben gehen. Du wirst doch da oben kommen, oder? Ne, okay, dann kann es gar nicht sein. Dann mal nach der Insel gucken. Nee, dann muss es die große sein. Ist hier irgendwo ein Viech? Die Schildkröte, aber der kann ich ja eh nichts machen anscheinend. Ja, ich kann ja nichts machen, schade. Ich hätte eigentlich gerne Schildkröte zum Abendessen gehabt, aber leider nicht. Hier sind auch so viele, aber ich kann den halt nichts machen. Warte. Dich doch nicht überrannt. Nee, sehr. Es sah gerade irgendwie so aus, als hätte irgendwas gefehlt, aber doch nicht. Der hat da gerade, warte mal. Nee. Wo ist der Schatz? Ich will den Schatz. Was ist das da? Ja, brauche ich jetzt nicht. Okay, wir haben jetzt eh schon ein bisschen länger gemacht als eigentlich gedacht, aber ich finde den Schatz einfach nicht. Wir gucken mal beim nächsten Mal, ob wir es finden. Vielleicht suche ich auch schon ein bisschen und zeige es dann einfach, wie ich ihn gefunden habe, weil ich finde es ein bisschen schwierig. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.